Vormann, der Politalk ist im Gasthaus Alter Hof. Heute ist FDP-Veranstaltung, der Kreisverband Ebersberg hat geladen. Unsere ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Schönen guten Abend. Ja, ich grüße Sie. Schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, dass Sie die Einladung angenommen haben. Ist auch nicht ganz selbstverständlich. Oh, ich finde es schon gut, wenn was Sie machen, auf andere Art und Weise viele Bürger zu erreichen und dass Sie mich dann fragen, das fand ich ganz toll, dass wir es hier so wunderbar einrichten können. Super, freut mich dann doch, dass es geklappt hat. Sie waren 23 Jahre im Bundestag, haben nach dem Scheitern der FDP 2013 dann Ihre politische Laufbahn beendet. Mhm. Was machen Sie jetzt? Ich bin stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Das ist also eine der mehreren politischen Stiftungen, die ist jetzt naheliegenderweise für mich dem politischen Liberalismus verpflichtet. Ich engagiere mich bei Transparency International im Vorstand. Ich bin bei der Theodor-Heuss-Stiftung, also in vielen Nichtregierungsorganisationen aktiv. Und ja, ich halte viel Vorträge, beschäftige mich mit Digitalisierung, Datenschutz und über allem steht das Thema Bürgerrechte. Sie galten oder gelten als eine der beliebtesten Politikerin Deutschlands und auch eine der renommiertesten und auch von der FDP. Sind Sie mit Ihrer Art manchmal angeeckt? Also Sie wirken so wie ein Herrn Bosbach, der hat eine klare Linie und der sagt und der vertritt auch das, was er sagt und ist nicht so eine Pfannenwind. Klare Linie ist für die Politik das A und O. Und das, was eben jetzt teilweise passiert, dass die Bürger Kompromisse, die da irgendwo ausgehandelt werden, gar nicht mehr verstehen, ist das Gegenteil von klarer Politik. Und deshalb stößt man auch an. Mit klaren Worten, wenn man sagt, ich bin für die Bürgerrechte und deshalb lehne ich zu tiefe Eingriffe in Freiheitsrechte ab und deshalb bin ich gegen zum Beispiel die Online-Durchsuchung von Computern, dann polarisiert man damit ein Stück weit, aber dann kann man auch Argumente austauschen, denn nur wenn man sich über Sachverhalte in unserer Demokratie auch austauscht und auch gegencheckt, und das vor allen Dingen auch noch mit Fakten, ja, dann haben wir eine lebendige Demokratie. Und deshalb, ja, bin ich immer wieder auch auf Widerstand gestoßen. Aber man hat eben auch mehr Unterstützung, wenn man klare Haltung hat. Auch innerhalb der Partei? Auch innerhalb der Partei, aber immer schwankend. Es gab ja zu Anfang meiner politischen Laufbahn die Debatte um diesen sogenannten großen Lauschangriff, Abhören in Wohnungen. Mhm. Also diese Wanze, die da wie im Krimi irgendwo in der Blumenvase angebracht wird, um eben private Gespräche aufzunehmen. Da war ich strikt dagegen, meine Partei dafür. Das war der Grund, weshalb ich damals zurückgetreten bin von meinem Amt als Bundesjustizministerin. Also klare Kante und da waren nicht alle in der Partei mit mir einer Meinung. Da war es eine Minderheit und nachher haben wir die Meinung wieder gedreht und 12 Jahre später war es dann soweit, dass ich nochmal Justizministerin wurde. Also langer Atem. Gut, dann hat sich zumindest die Frage jetzt auch erledigt. Auf welchen politischen Erfolg sind Sie besonders stolz? Sie sitzen jetzt hier, schauen jetzt vielleicht die 23 Jahre zurück. Was fällt Ihnen ein? Worauf sagen Sie, das ist mein Werk? Ich bin stolz darauf, dass mich die Bürger wirklich damit verbinden, dass ich eine Politikerin bin, die sich immer für ihre Rechte eingesetzt hat. Und zwar ziemlich ohne Wenn und Aber. Ich bin ja schon etwas stolz darauf, dass ich politisch, aber auch mit 2 Klagen beim Bundesverfassungsgericht in 2 wichtigen Fragen zu den Bürgerrechten Erfolg hatte. Einmal gegen dieses Abhören in Wohnungen, mhm, bin ich zurückgetreten, habe geklagt und dann hat das Verfassungsgericht ein Jahr später mir Recht gegeben. Und bei dieser anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, das hört sich so abstrakt an, heißt aber, die ganzen Telekommunikationsdaten, E-Mail, IP, Festnetz, aber natürlich Smartphone-Daten, Telefonnummern und so weiter, werden von allen Bürgern gespeichert, damit man sie später auf Abruf hat. Das fand ich viel zu weitgehend, hier 80 Millionen kommunizierende Bürger in den Blick zu nehmen deshalb. Habe dagegen auch geklagt und habe auch da Erfolg gehabt mit vielen anderen Bürgern zusammen. Darauf bin ich stolz, aber auch darauf, dass ich zum Beispiel in meiner ersten Amtszeit diesen unsäglichen Paragraph 175 Strafgesetzbuch. Homosexualität war das strafbar, da wurde man verfolgt, abgeschafft habe. Und das war doch rechtspolitisch unglaublich weitreichende Entscheidung. Heute gibt es die Ehe für alle. Hätten wir mit Sicherheit nicht, wenn wir noch eine Strafbarkeit der Homosexualität hätten.
gibt es aber leider immer noch die Strafbarkeit der Homosexualität in anderen Ländern. Das, Iran, Saudi-Arabien. Das sind andere kulturelle Hintergründe. Da wachsen Menschen anders auf. Da gibt es ein anderes Verständnis, ja auch von Frauen in der Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass überall Gleichberechtigung als der Vorteil angesehen wird. Manchmal haben Frauen in der Gesellschaft dann eher eine ganz untergeordnete Rolle. Mhm. Vielleicht nur im Haus, aber nicht in der Gesellschaft was zu sagen. Und so ist das eben auch mit einer anderen sexuellen Orientierung. Lesbe, schwul sein, gibt es ja noch andere Formen, inter, queer und so weiter. Und die leiden manchmal richtig, teilweise sogar auch in europäischen Mitgliedstaaten, die das auch nicht überall so toll finden. Sie haben Deutschland unter jetzt zwei Bundeskanzlern bzw. Kanzlerinnen geprägt, Helmut Kohl und Angela Merkel. Welche Zeit war wertvoller und von wem konnten Sie mehr lernen? Man muss ja sagen, bei Frau Merkel waren Sie ja länger als beim Herrn Kohl. Ich war beim Herrn Kohl ja in zwei Kabinetten und zwar knapp 4 Jahre und bei Frau Merkel eine ganze Legislaturperiode. Zwei sehr unterschiedliche Politikertypen. Von Helmut Kohl habe ich doch mitbekommen die Europabegeisterung. Denn der war Europäer durch und durch. Für Europa hat er alles andere untergeordnet. Da war natürlich auch das Scheckbuch nicht ein ganz unwesentliches Element, aber er hat in kritischen Fragen immer pro Europa gestanden. Das hat mich beeindruckt. Das fand ich gut. Mit ihm war ich in rechts- und innenpolitischen Themen nicht so richtig dicht beieinander. Angela Merkel ist eine ganz andere politische Persönlichkeit, die sich in alle Themenfelder in der Politik, sei es der Euro, sei es die Vorratsdatenspeicherung, sei es Klimawandel, andere Dinge, wirklich auch als Kanzlerin einarbeitet. Da redet man also wirklich auf einer hohen, sachkompetenten Ebene. Und ich habe mich mit ihr eigentlich direkt da auch persönlich gut verstanden. Da war ich natürlich auch schon erfahrener in der Politik, aber da hatte ich doch einen anderen Draht, wie man das so sagt, hat die Chemie gestimmt. Schau mal, okay, gut, ich dachte, die Kollegen sind jetzt da. Was ist das Besondere an Angela Merkel? Was macht sie aus? Sie steht zwar in der Öffentlichkeit immer viel in der Kritik, zum Beispiel auch durch die AfD, die sagt, wann treten Sie denn endlich zurück? Aber so wie Sie es gerade schildern, sie ist ja eigentlich dann eine komplett andere Person. Also Frau Merkel wird ganz bewusst natürlich von dieser AfD, die ja nun mit Flüchtlingen, auch mit Menschen anderer geschlechtlichen Orientierung, mit allen, die sie für fremd halten, nichts am Hut hat und da ja auch rigoros vorgeht. Und also gegen unsere offene Gesellschaft damit auch ist. Und Frau Merkel als immerhin CDU-Parteivorsitzende, auch konservative Partei, steht für diese offene Gesellschaft. Ich denke, sie hat da einiges an Barrieren wirklich genommen. Und deshalb hat sie jetzt auch Probleme mit ihrer Partei. Weil ihre Partei möchte wieder konservativer sein. Sie hat doch eher in manchen Themen sich auch geöffnet, ist aus meiner Sicht da auch liberaler geworden. Sie hat, finde ich, viel erreicht für Deutschland. Aber eines muss man auch sehen, jetzt ist in der 4. Legislaturperiode mit ihr als Kanzlerin auch die Uhr am Laufen. Es ist nicht nur ihre letzte, sondern möglicherweise wird sie auch gar nicht ganz mehr in Deutschland verbringen. Möglicherweise entscheidet sie sich Mitte der Legislaturperiode für was anderes. Es sei denn, mit der CSU gibt es so einen Ärger nach der Bayernwahl, dass da schon ganz viel passiert. Ja, viele sagen ja, dass der Horst Seehofer jetzt dann ab Sonntag arbeitslos ist, beziehungsweise dass er jetzt eben durch die Bayernwahl ein Messer in den Rücken bekommt, wie man es so schön sagt. Also Herr Seehofer ist ja im Rentenalter, mit 70 kann man ja ruhig auch in Rente gehen, auch politisch, also von daher fällt er ja in kein Loch. Ich denke, dass einfach dieses Innenministerium gar nicht zu ihm passt. Er ist einer, und den habe ich ja erlebt, in der Koalition CSU-FDP als Ministerpräsident, der ein unglaubliches Ohr wirklich für die Bürger hat. Und wenn da Initiativen kommen, hatten ja alle Fachminister Angst nach dem Motto, er sagt denen wieder was zu, was eigentlich gar nicht unsere Linie ist. Also da ist er sehr offen. Aber er ist nicht Jurist. Er will auch, glaube ich, gar nicht so vereinnahmt sein von unglaublich vielen Behörden, die zu seinem Bereich dazugehören. Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Bundesamt Verfassungsschutz. Und dann hat er jetzt noch alles bauen. Und ich glaube, da kann er sich überhaupt nicht mehr entfalten. Und bei der Flüchtlingspolitik, glaube ich, ist das so eine persönliche Fehde zwischen ihm und der Angela Merkel, die unsere Vorstellung, mein Vorstellungsvermögen absolut überschreitet. Und dadurch ist er auch ein Stück irrational geworden. Ja, sie macht es ja clever, Frau Merkel. Also ich meine, sie hat mit Jens Spahn und mit Herrn Seehofer ja eigentlich zwei ihrer schärfsten Kritiker ins Boot mitgenommen. Wusste sie, dass das Innenministerium für ihn nichts ist und dass sie ihn dadurch absägen möchte? Hat sie auch einen Plan dahinter?
Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, sie wäre ganz froh auch gewesen, wenn vielleicht Herr Seehofer nicht ins Kabinett gegangen wäre. Denn dann wäre auf alle Fälle innerhalb des Kabinetts doch vielleicht ein bisschen mehr Ruhe möglich gewesen. Also, dass man regieren kann, nicht jetzt Stillstand, aber dass man mal Entscheidungen trifft und nicht wochenlang sich zwei Personen fetzen. Mhm. Besonders Herr Seehofer, Rücktritt, nein, ja, doch, vielleicht und so fort. Der Bürger schüttelt nur entsetzt den Kopf, sagt, die können es nicht. Und das, denke ich, wollte Frau Merkel mit Sicherheit nicht. Also von daher hätte sie es vielleicht lieber anders gehabt. Aber die CSU entscheidet selbst, wie sie in einer Koalition ihre Ministerposten besetzt. Und damit muss sie zurechtkommen. Und dass der Spahn im Kabinett ist, ja, das ist dann gut. Müssen ja auch jüngere Leute da mal hin. Und wer weiß, er ist ehrgeizig. Ich finde das richtig. Man ist ehrgeizig, man will was werden. Ob das alles was wird, oh, das werden auch viele andere entscheiden. Konservativ haben Sie vorher angesprochen, die AfD ist im Bundestag, die bezeichnet sich als konservativ. Die meisten sagen, es ist eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei. Niemand weiß so recht, wie man mit ihr umgehen sollte. Herr Kahrs hält eine hetzende Rede gegen die AfD, sagt, Hass macht hässlich. Ja gut, also seine Rede war jetzt eigentlich der pure Hass. Sie haben, ich glaube bei der Welt war es, einen Gastkommentar geschrieben, Parteien wacht auf. Wie sollte man mit der AfD umgehen? Also man hat viel zu lange versucht, sie zu negieren und hat damit auch gar nicht die Wahlergebnisse in manchen Bundesländern. Also wir reden ja immer noch von den östlichen Bundesländern. Das sind jetzt nicht die Neuen, die sind jetzt lange dabei, 28 ja. Jahre. Das hören die auch zu Recht deshalb nicht gern. Aber das hat man gar nicht wahrgenommen, wie die doch dort zweistellige Ergebnisse erzielt haben bei den Landtagswahlen. Und hat das verdrängt ein Stück, weil er hat gesagt, naja, so eine Erscheinung wie vielleicht die Piraten geht auch wieder vorbei. das war eigentlich klar, dass für so eine Partei schon ein Potenzial in Deutschland da ist. Bisher gab es nur das Angebot nicht. Es hat bisher, ich erinnere mal an die Republikaner als Partei, die es ja auch hier in Bayern gab, die hatten nicht jemanden an der Spitze, der derartig gezielt, strategisch, auch mit viel Power, auch mit, sag ich mal, finanziellen Investitionen, gerade in das Bedienen sozialer Medien und Netze, sich wirklich so positioniert hat, dass die jetzt mit einem Mal für protestierende, frustrierende Bürger eine Alternative wurden. Und deshalb muss man sich mit denen auseinandersetzen. Und dass das auch mal streitig ist, logisch, weil man ist ja in vielen Punkten nicht mit denen einer Meinung. Und man muss sie entlarven. Die versuchen ja immer darzustellen, sie seien nur so ein bisschen eine konservative Partei. Das gehört zum Parteienspektrum. Aber sie sind mehr. Sie haben nämlich in sich eine Gruppe um den Herrn Höcke, die sind rechtsextrem bis wirklich auch teilweise rassistisch. Nicht alle in der AfD, aber diese Gruppe um den Herrn Höcke rum, der gern mit dem Herrn Bachmann, der große Hitler-Verehrer ist, sich zeigt, gemeinsam abgesprochene Demonstrationen durchführt, der will was anderes. Der will wieder ein völkisches Element hier haben, also die Rassenabstammung spielt eine Rolle, Deutschland nur den wahren Deutschen, die anderen müssen alle raus. Und da will er vieles verändern und da will er zurück. Er sagt ja immer, toll war es doch in den Anfängen der Bundesrepublik. Also zurück in die 50er, 60er Jahre, der alte Mief, der dann abgeschnitten wurde, diese alten Zöpfe. Und der will die Gesellschaft verändern, im negativen Sinne. Für den sind Polen und Ungarn Vorbilder. Die kuscheln mit Putin und weiß nicht, vielleicht kriegen sie auch ab und an mal irgendeine Art von Unterstützung. Vielleicht ist das so, das weiß ich nicht. Aber da sind die ganz dicht, auch mit vielen anderen rechtspopulistischen Parteien. Und deshalb muss man das sichtbar machen. Und da hilft nur, auch wenn es schmerzhaft ist, wirklich die Auseinandersetzung und den Bürgern auch klar machen, worum es da geht, mehr als nur mal so ein bisschen Protest zeigen. Weg von der AfD, ein bisschen noch mal eine kleine Zeitreise zu den Jamaika-Verhandlungen. Christian Lindner, er sagte ja, es ist bekannt, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wie beurteilen Sie eigentlich sein Verhalten bei diesen Jamaika-Verhandlungen? Deutschland wird ja im Moment falsch bzw. gar nicht regiert. Wir haben im Moment wirklich Stillstand. Wir haben eine total zerstrittene Koalition. Leider war das ja schon etwas absehbar, denn die Große Koalition hat ja bis 2017 nicht in großer Einigkeit regiert. Da hatte man den Eindruck, die sind am Ende. Und dann kam doch wieder dieses Bündnis zustande, weil keine andere Mehrheit da war. Ich war selbst bei den Verhandlungen nicht direkt dabei. Und Verhandlungen sind immer auch schmerzhaft für alle Beteiligten. Man merkt,
Man kann sich nicht voll durchsetzen, man muss Kompromisse machen. Ist natürlich besser, ich vertrete meine reine Lehre als Liberale, als freie Demokratin und muss mich um anderes nicht kümmern, gestalte aber auch nicht. Opposition ist keine Gestaltung. Opposition ist mal auf gewisse Defizite hinweisen, gute Reden halten, das macht der Lindner exzellent. Ich denke, der ist mit der beste Redner im Deutschen Bundestag, ja, und hat da unglaublich seine Stärken. Aber wir merken jetzt hier im bayerischen Wahlkampf, dass dieses Scheitern von Jamaika uns von vielen Bürgern immer wieder vorgehalten wird, weil die sagen, Mensch, wäre doch toll gewesen, mal was anderes. Ich glaube, dass die Verhandlungen wirklich nicht gut liefen, auch für die FDP nicht gut liefen, dass man sich da nicht so richtig wiedergefunden hat. Ich war ein Anhänger von Jamaika. Ich bin immer der Meinung, mit Ausnahme von AfD und Linken, muss man einfach unter Parteien auch versuchen, einen Konsens zu finden. Sonst wären wir unregierbar, sonst kriegen wir italienische Verhältnisse und das ist grauselig, was da jetzt passiert. Und was in meinen Augen wirklich falsch war, war fast 6 Wochen verhandeln, dauernd auf schöne Balkon getreten und erklären, dass man in der Sache schon viel weiter ist. Und jetzt hatte man schon 20 Punkte und 80 Punkte und was auch immer. Und dann mit einmal nach 6 Wochen zu sagen, nee, das wird jetzt doch nichts mehr. Das haben die Bürger nicht verstanden. Wenn es nicht klappt, nach 2 Wochen weiß man das. Da muss man dann sagen, okay, nicht mit uns. Und das alles hat zu einem gewissen Unmut geführt. Ich denke, dass der Lindner jetzt eine hervorragende Oppositionsarbeit macht. Die wird auch gebraucht in der Demokratie. Aber wir sollten das nicht zum Vorbild machen, dass wir versuchen, eine Regierung zu bilden und dann kurz bevor man fertig ist, dann wieder sagen, ohne uns. Also ich glaube, das war jetzt einmal und in der Zukunft nicht wieder. Sie haben gerade gesagt, mit Ausnahme der AfD und der Linken. Mhm. Sehen Sie die beiden Parteien als, ich sage jetzt mal, extrem an, als populistisch? Ich würde sie nicht also jetzt vergleichen wollen nach dem Motto Rechts- und Linksextreme, würde ich nie sagen. Aber mit den Linken haben wir halt einfach keine inhaltlichen Gemeinsamkeiten. Die AfD ist rechts bis rechtsextrem. Da brauche ich mich gar nicht zu bemühen. Mit so einer Partei kann ich nicht am Tisch sitzen, weil die einfach alles negieren, was, sag ich mal, Werte sind, die jetzt ich wichtig finde. Offene Gesellschaft, Grundrechte, Menschenwürde vor allem, wollen die ja alles nicht. Bei den Linken kommen wir halt in der gesamten Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik nicht zusammen. Die gehören zum demokratischen Spektrum. Die Zeit, wo mal so Einzelne überwacht wurden, sind vorbei. Ich denke, die haben sich jetzt verfestigt eigentlich auch in unserem Parteienspektrum in Deutschland. Vielleicht kommen sie in Bayern rein, weiß man nicht. Aber die würde ich jetzt nicht aus dem Grund, weshalb ich mit der AfD nicht kenne, nicht als jetzt mal einen Gegner nennen, aber ich sehe eigentlich überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Und dann muss man das auch von Anfang an sagen, weil wenn man nicht eine Gemeinsamkeit irgendwo sieht, über die man dann verhandeln kann, dann kann ja auch nichts rauskommen. Ja gut, die Linke ist aber auch gern so eine Partei, die mit der Antifa rumläuft, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und das ist auch, kommt noch dazu, ja. Das ist dann aber auch, ja. Da das ist dann ja jedenfalls mit Gewalt, sag ich mal, nicht so umgehen, wie ich das erwarte in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat. Gewalt ist die Grenze dessen, was in der Auseinandersetzung gehört. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts. Warum auch mal nicht rum zu lavieren und nicht irgendwo beliebig werden. Das geht nicht. Punkt aus. Kann durch nichts gerechtfertigt werden. Rechtsstaat ist gut, denn Herr Erdogan war ja vor kurzem in Deutschland, vor wenigen Tagen. Rechtsstaat gibt es in der Türkei nicht. Während einer Pressekonferenz wurde ja ein kritischer Journalist aus dem Saal geleitet. Er lachte Frau Merkel daraufhin an. Sie hat gar nichts unternommen, genauso wenig wie seine Journalistenkollegen. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Besuch? Also, dass das ein ganz schwieriger Besuch ist und dass wir mit dem Erdogan jetzt nicht wieder auf schön Wetter machen können, ist in meinen Augen ganz klar. Der hat wirklich ein Jahr, anderthalb Jahr alles getan, um eigentlich eine einigermaßen solide Freundschaft, die es doch zwischen Türkei und Deutschland lange gegeben hat, bei allen Unterschieden, doch sehr, sehr zu beschädigen. Dass man einen Präsidenten eines Landes nicht da eben mal so auslädt, das geht auch nicht auf dieser Ebene. Viele haben ja nicht daran teilgenommen an Gesprächen, um zu zeigen, sie wollen nicht. Ich fand das super von dem Özdemir, der gesagt hat, hier, lieber Erdogan, ich bin das Oppositionsgesicht. Ich bin der, den du in deinem eigenen Land bekämpfst. Das fand ich gut. Und natürlich in dem Sinne war es jetzt nicht so mutig, weil dass er jetzt festgenommen wird, wenn er beim Bankett sitzt, beim Bundespräsidenten, ist auch nicht zu befürchten. Aber ich fand es hervorragend, dass er das so gemacht hat. Also man muss auch mit so einem Typen dann auch sehr wohl reden, aber man muss auch klar machen, was man erwartet. Und eins ist ja deutlich geworden. Zwischen Frau Merkel und Herrn Erdogan, da gab es keine Gemeinsamkeiten. Diese Pressekonferenz, das waren doch wie aus zwei Welten.
jeder erzählte seine Eindrücke. Und Frau Merkel hat eigentlich immer die ersten, ganze erste Zeit nichts anderes gesagt, als was sie alles fordert, was alles falsch läuft in der Türkei. Gerade auch noch viele, die in Haft sind, natürlich auch Deutsche, aber auch andere. Einige sind rausgekommen nach kräftigen Bemühungen. Aber jetzt sind fast wieder Verurteilungen gegeben, jetzt auch von türkischen Bürgern, die einfach ihre journalistische Arbeit gemacht haben. Also die Türkei entwickelt sich leider doch weiter weg. Aber der Besuch, ja, ich denke, der war insofern doch noch einigermaßen im Rahmen, weil einfach die Bundeskanzlerin deutlich gemacht hat, sie hat sich von dem jedenfalls nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Er hat ja den Deutschen auch Rassismus vorgeworfen, Herr Erdogan, da wir die Kurden unterstützen. In meinen Augen ist er derjenige, der den IS unterstützt hat. Also ich sehe da jetzt keinen Rassismus. Sind Sie also, der Rassismus? Ach, ich finde den so einen Vorwurf in so einem Zusammenhang zu erheben, einfach eine Unverschämtheit. Das gehört sich nicht, das geht nicht und das ist vollkommen unbegründet. Aber als ich Ministerin war, noch von 2009 bis 2013, habe ich natürlich auch mit der Türkei Kontakte gehabt, habe meinen Kollegen dort besucht, einen jungen Justizminister, der nicht lange im Amt war, und war dort auch dann in Ankara zu einem Staatsbesuch, eben mit den Vertretern der Justiz und vielen anderen, auch des Parlaments. Und im Parlament hat man mir ganz offen gesagt, Sie sind doch die Unterstützerin der PKK, die Bundesregierung macht doch nichts, die werden nicht festgenommen, die laufen rum, das sind doch alles Terroristen, mit denen Sie hier frühstücken gehen. So, das ist immer der altbekannte Vorwurf, der stimmt nicht, wenn man dann mal die Zahlen auf den Tisch legt, wie viele Verfahren wir gegen PKK anhängen, durchführen und welche Urteile es gibt, wer auch in Haft sitzt. Nur, die Türkei sieht eben eines anders. Für die ist ja jeder ein Terrorist, der nicht jeden Tag ruft, ich unterstütze die Türkei mit aller Macht. Da ist man ja ein Terrorist, wenn man eine andere Meinung hat, ohne Gewalt anzuwenden, ohne irgendetwas zum Umsturz zu machen. Und von daher kommen wir da nicht zusammen in diesem Punkt. Und apropos Rassismus, in Deutschland wird ja aktuell immer diese Nazi-Keule ausgepackt. Man denkt jetzt nicht mehr so wie 2013, liberal oder konservativ. Man denkt jetzt einfach nur noch links oder rechts. Also alle, die der andere Meinung sind, sind rechts, die anderen sind links. Woher kommt dieses Denken? Dieses Denken wird einerseits ganz gezielt geschürt. Das ist eine Strategie gerade von Rechtspopulisten, die damit so eine gewisse Deutungshoheit erlangen wollen. Die wollen nämlich klare Feindbilder schaffen. Und die schaffe ich ja nicht mit Differenzierung, sondern nur, wenn ich da das Böse an die Wand male. Das sind jetzt bei der AfD alle Flüchtlinge, alle aus dem Ausland. Die sind alle kriminell, das sind alles Vergewaltiger. Sie müssen sich mal die Reden von Alice Weidel und anderen anhören, die da hetzen und herziehen. Und dann wird eben ein Feindbild in einer Art und Weise geschaffen, auch mit natürlich falschen Behauptungen, nicht auf Fakten basierend, weil dann ganz einfach dagegen zu setzen ist, aber wir sind die Alternative. Alle anderen, die Elite, die kann es alles nicht, aber wir, die AfD, wir sind diejenigen, die die Alternative dafür anbieten, ohne natürlich irgendeine Lösung in der Sache, die durchsetzbar wäre, wirklich auch präsentieren zu können. Aber es verfängt. Das verfängt kommunikativ. Damit erreichen sie immer Bürgerinnen und Bürger, die aus unterschiedlichen Gründen nicht zufrieden sind mit Politik. Und wenn dann noch Politik, eine Regierung, so wenig überzeugt wie die jetzige, dann gibt es natürlich genug Gründe zu sagen, da muss ein Denkzettel her. Das wollen wir so nicht. Ohne, dass die jetzt alle Rassisten sind und alle Nazis sind. Deshalb ist das mit diesem Pauschalvorwurf überhaupt nicht getan. Und das finden die auch gar nicht schlimm, die richtigen Leute da in der AfD, die wirklich so ein völkisches Denken da reinbringen und sag mal, auch so eine Art faschistoide Kommunikation wollen, die finden das ja gar nicht als Vorwurf, gehen da ja damit um. Und von daher denke ich, ist dieses immer mit dieser Rassisten- und Nazi-Keule rumzulaufen nicht richtig. Aber da, wo man genau sieht, wo die Grenzen überschreiten, muss man es natürlich auch sagen. Sonntag ist Landtagswahl. Wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, hätte die AfD 18,5%. Also sie ist ja so stark wie noch nie. Mhm. Können Sie sich das erklären, woher das kommt? Also einmal natürlich seit 2015 immer gewachsen, weil mit Flüchtlingen lässt sich aus rechtspopulistischer Sicht wunderbar, in Anführungsstrichen, aber aus rechtspopulistischer Sicht wunderbar hetzen und
damit Angst schüren und damit für sich selbst werben. Wenn andere Angst haben, man selbst stellt sich hin, mit uns alles gäbe es das nicht, dann ist das für nicht wenige etwas, was sich positiv anhört. Es kommt hinzu, dass wir einmal, ich hatte es schon erwähnt, nicht unbedingt so überzeugendes Regierungshandeln haben. Wir haben aber auch schon Vertrauensverlust in Institutionen, weil wir haben doch erlebt, dass auch die Polizei Defizite hat. Der Fall Anis Amri hat unglaublich Vertrauen zerstört. Mhm. Das ist der Verantwortliche für den Anschlag auf dem Breitscheidplatz, ja, im Weihnachtsmarkt dort. Da waren alle Fakten bekannt. Der war vorbestraft, der hatte zig Identitäten mit Ausweisen, alles lag vor, um den in Abschiebehaft zu nehmen. Der ist zigmal im Terrorzentrum, das ist ja eine Einheit, die man gerade zum besseren Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen Terrorismus gebildet hat, zigmal auf der Tagesordnung, und man hat eine komplett falsche Gefährlichkeitsprognose vorgenommen. Und ich denke, das hat wirklich zu Vertrauensverlust geführt, auch diese Defizite. Und da kann man eben auch zeigen, der Staat funktioniert nicht. Da gibt es Schwächen. Der Rechtsstaat ist nicht kaputt. Der Rechtsstaat ist unter Druck. Aber die können natürlich genau diese Beispiele nehmen, um zu zeigen, also macht uns stark, dann zeigen wir denen mal, wo der Bartel Most holt. Und das ist in meinen Augen das, was eben die AfD im Moment in solche Höhen bringt. Und da haben natürlich im Moment gerade agierende Politiker, die den Streit zum Inhalt der Politik gemacht haben, auch eine Verantwortung. Zu dem Fall kommen wir nachher, da habe ich mir noch was anderes dann ausgesucht zu dem Thema Rechtsstaat, aber Sie haben es angesprochen, finde ich gut. Ich möchte jetzt noch mal kurz zum Erdogan zurückkommen, denn er hat ja die DİTİB-Moschee in Köln eröffnet und dabei kam es schon im Vorfeld zu Unstimmigkeiten. Namhafte Politiker nahmen an der Veranstaltung gar nicht erst teil. Ist es richtig, dass DİTİB weiterhin teilweise von Deutschland finanziert wird, oder sollten wir uns jetzt komplett davon verabschieden und sagen, okay, wir sind raus? Also DİTİB zunächst mal ist der verlängerte Arm von dem Religionsministerium in der Türkei. Und haben die Imame, die aus der Türkei geschickt werden, die in den Moscheen unterrichten. Und da geht's los. Wir haben viel zu langsam, viel zu wenig intensiv auch Lehrstühle für Islamwissenschaften eingerichtet, um eben hier selbst Imame zu haben, nicht aus der Türkei Geschickte, die hier in deutscher Sprache islamischen Religionsunterricht anbieten. So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass natürlich nicht DİTİB insgesamt eine verfassungswidrige Organisation ist, aber dass da Teile von auch immer mal wieder genau angesehen werden, ist in meinen Augen absolut richtig von den Sicherheitsbehörden, weil immerhin haben die ja auch türkische Bürger ausgespitzelt und ausspioniert. Und dann haben sie ja schnell Leute abgezogen, bevor man hier zu Verfahren hätte kommen können, wegen eben unerlaubter Spionage auf deutschem Boden gegen türkische Landsleute. Und ich denke, man darf eben nicht naiv und blauäugig sein. Wir können jetzt nicht sagen, wir wollen diese Moschee nicht. Muslime brauchen ja auch ihre Gotteshäuser. Was passiert sonst? Irgendwelche Hinterhöfe, und dann haben die Agitatoren erst recht eine Plattform, wo sie hetzen können. Ja, aber wir dürfen ja, Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt unterbreche, das mache ich eigentlich ungern, aber wir dürfen ja zum Beispiel keine Kirchen in der Türkei bauen. Ja, das ist richtig. Jedenfalls sind die Christen dort sehr unter Druck, auch die Aleviten, die sich ja auch nicht als Muslime verstehen. Also die sind nicht tolerant, wie wir das in Deutschland sind, aber das ist nicht der Maßstab, den wir hier anlegen. Das ist natürlich ein Teil von Politik, die auch mit zu Stück Entfremdung zur Türkei führt. Aber wenn ich den Maßstab anlege, dann verstoße ich letztendlich auch hier gegen unsere Grundsätze, dass man eben seine Religion hier bei uns frei leben darf. Und zwar jeder, das ist nicht nur für Deutsche. Aber natürlich bei der Ausübung darf ich nicht Recht verletzen. Also da muss man mit der Außenpolitik ran, aber hier können wir nicht unser Grundgesetz verletzen, nur weil die in der Türkei leider eine Politik machen, die aus unserer Sicht wirklich falsch ist und grundlegende auch Menschenrechte verletzt. Rechte verletzen heißt jetzt aber auch, dass Scharia zum Beispiel nicht toleriert werden darf. Ja, Scharia ist ja für die quasi jedenfalls für diese Auslegung des Islam, da gibt es ja sehr unterschiedliche, ist jedenfalls in Teilen natürlich nicht mit unseren Vorstellungen vom Grundgesetz vereinbar, was drakonische Strafen angeht, was aber auch Anlass für Bestrafung angeht, was aber auch die Rolle der Frau angeht. Und das ist dann nicht eine Religionsausübung, wo wir sagen können, das ist alles von der Religionsfreiheit gedeckt. Neben der Pressefreiheit ist in Deutschland, oder wird größer werden in Deutschland, auf die Toleranz gelegt.
Sind tolerant, aber wird unsere Toleranz nicht falsch verstanden? Also ich meine, wir akzeptieren viel Ehen, Asylmissbrauch, Nichtwirkung bei Identitätsfeststellung. Wie jemand hat einmal keine GEZ-Gebühren, dann ist man gleich für ein paar Tage im Gefängnis. Wie tolerant dürfen oder sollen wir sein? Ich habe so den Eindruck, oder was heißt ich, aber viele Bürger haben den Eindruck, wir müssen uns an die Migranten anpassen. Und es sollte doch eigentlich umgekehrt sein. Also ich denke, für eine gelungene Integration braucht man beides. Es müssen einmal die, die hierher kommen, natürlich sich nach unserer Rechtsordnung richten, weil das ist die Grundlage für unser Zusammenleben. Und auf der anderen Seite sind, sagen wir, die Einwohner, wir also, zu denen jetzt andere Menschen kommen, natürlich auch die, die dann, wenn die anderen die Rechte leben, die sie dürfen, das natürlich auch zu respektieren und zu tolerieren haben. Also beide haben da was einzubringen. Aber ich denke, eines muss auch ganz klar sein, Rechtsverstöße darf man nicht billigen. Man kann nicht sagen, also jetzt kriegen wir das nicht hin, also lassen wir mal da ruhig so fünfe gerade sein, wenn es um Verletzung von Recht geht. Das geht nicht, weil dann wird Recht beliebig. Und Rechtsstaat heißt, einmal ein materielles Recht zu haben, was eben auch die Rechte von Bürgern achtet, aber heißt genauso auch Recht befolgen müssen und Recht durchsetzen müssen. Dann zur Pressefreiheit, die wir, nee, nicht zur Pressefreiheit, aber zum Fall Anis Amri, den Sie ja vorher angesprochen haben. Man hört ja immer wieder in der Presse, der Migrant XY kommt aus diesem und jenem Land. Der Fall Mir hat gezeigt, man weiß gar nicht, wo der Mörder herkommt. Er ist mutmaßlich aus Afghanistan. Beim Herrn Amri ist ja auch noch nicht mal klar, wie er eigentlich wirklich hieß. Was läuft verkehrt in Deutschland, dass wir nicht mal mehr Nationalitäten wissen, dass wir nicht mal das Alter der Leute wissen? Also es ist 2015, als dann sehr viele Menschen kamen, das waren ja dann über 1 Million, da hat natürlich nicht das funktioniert, was wir an Regeln haben. Das muss man einfach mal nüchtern sehen. Da war viel Bereitschaft der Bürger da, zu helfen, anzupacken, aber die Verfahren, auch die notwendigen Erfassungen an der Grenze, wozu eben auch der Fingerabdruck gehört als Identifizierungsmittel, es hat eben nicht funktioniert. Es waren zu viele, es hat man nicht geschafft, kamen Menschen hierher nach Deutschland, die eben nicht von ihrer Identität her erfasst waren. Das muss man jetzt versuchen, das wird versucht aufzubereiten, aber das bereitet natürlich Probleme. Dann kommt hinzu, dass eben auch Geflüchtete, Asylbewerber, Flüchtlinge, ihre Ausweispapiere wegwerfen, weil sie hoffen, dass sie dann eher länger hier bleiben können, weil man dann nicht feststellen kann, wer sie sind. Dann kann man sie in kein Land abschieben. Es zeigt sich ja, gerade was jetzt heute in den Medien läuft, dass man endlich mit nordafrikanischen Staaten, gerade mit Marokko, mit Algerien, langsam besser auch mit Tunesien, jetzt endlich Absprachen getroffen hat, dass auch wenn man nicht die Originalpapiere hat, aber natürlich andere Formen der Identitätsfeststellung gibt, dann eben auch Menschen dorthin, wenn sie hier kein Aufenthaltsrecht haben, zurückgeschickt werden. Das sind noch niedrige Zahlen, die steigen endlich an. Das sind alles Versäumnisse, das hätte man alles schon viel früher machen können und hätte man früher machen müssen. Dann würde, glaube ich, heute nicht mehr so auch noch die AfD reüssieren können, die immer noch mit diesen Versäumnissen, besonders aus 2015, 2016 bis heute Politik macht. Und wahrscheinlich noch stärker wird. Mir graust es eigentlich schon, aber ich darf ja nicht sagen, ich muss neutral sein als Journalist. Sie haben in Ihrer Laufbahn einiges miterlebt und jetzt möchte ich nämlich zur Pressefreiheit kommen, denn das ist das höchste Gut Ihrer Partei. Welchen Einfluss haben die Medien auf die Bevölkerung und wie gefährdet ist Deutschland, dass unsere Pressefreiheit bei komplett zensiert wird? Also Deutschland steht gut da bei der Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen macht ja immer so ein Ranking. Da ist Deutschland im Mittelfeld auf Platz 16. Das ist gut. Die nordischen Staaten sind noch besser da. Das hat bei uns was auch ein bisschen mit so Strukturen der Medien zu tun. Aber im Großen und Ganzen ist bei uns ganz gut. Aber das heißt nicht, dass das immer so bleibt. Wir sehen ja allein schon, wenn wir nach Österreich schauen, dass dort der Innenminister gesagt hat, also er will nicht mehr, dass die Medien über das Innenministerium und über die Arbeit von Polizeibeamten berichtet, weil er das nicht möchte, weil die natürlich auch Defizite aufdecken. Also sowas kann es in Deutschland nicht geben, da bin ich absolut sicher.
Hier wird natürlich die Presse diffamiert. Wir haben eine ganz vielfältige Presselandschaft. Wir haben gute Journalisten. Wir haben auch mal ein paar, die sind nicht so gut. Okay, da gibt es mal eine Meldung, die gefällt mal auch dem einen nicht, aber dem anderen. Aber das ist Pressefreiheit. Das tut auch weh. Aber es wird investigativ recherchiert. Es gibt tolle Netzwerke, die aufdecken, wo auch was verkehrt läuft. Und das ärgert auch Regierende. Und genau das ist Aufgabe von Journalisten. Also, wenn Pressefreiheit nicht mehr da ist, dann geht unsere Demokratie vor die Hunde. Es gibt ja diesen Upload-Filter der EU. Das ist doch schon eigentlich ein Zeichen, dass unsere Pressefreiheit in Gefahr ist. Denn ich darf ja jetzt nichts mehr veröffentlichen, ohne wenn es irgendwie kritisch ist. Ja, also der Upload-Filter bezieht sich auf Urheberrechtsverletzungen und soll verhindern, dass überhaupt Inhalte ins Netz gestellt werden, die möglicherweise Urheberrechtsinhalte beinhalten, Urheberrechtsverletzungen beinhalten. So, ich halte das für überzogen, für unverhältnismäßig, weil nämlich das dazu führt, dass das wirklich, weil das ja wiederum die Plattformbetreiber machen, dazu führen wird, dass die dann eher Dinge gar nicht ins Netz nehmen. Vielleicht ist es gar keine Urheberrechtsverletzung. Wer stellt das denn dann fest? Muss ich selbst hinterherlaufen, dass das funktioniert? Also das ist ein Einfallstor dahin, dass es natürlich mit der Pressefreiheit viel schwieriger wird. Und vor allen Dingen kommt jetzt noch ein weiteres Gesetz, dass diesen Filter dann auch die Innenpolitiker gerne nutzen. Die Innenminister wollen den auch für ihre Arbeit. Und dann wird natürlich noch ganz anders Inhalt zensiert und durchsucht. Und das ist in meinen Augen der komplett falsche Weg. Dann nochmal zur Pressefreiheit. Wenn ich verschiedene deutsche Medien lese, habe ich immer so den Eindruck, die Meinungen gehen alle in die gleiche Richtung, nur die Wortwahl ist irgendwie anders. Haben wir da so eine, ja, gleichgeschaltete, gelenkte Berichterstattung? Und nein, haben wir nicht. Also ich denke, wir haben auch ein großes Spektrum. Lesen Sie sich mal Kommentare in der Welt, in der FAZ und die in der Frankfurter Rundschau durch. Die sind in vielen Punkten komplett unterschiedlicher Meinung. Der Münchner Merkur und die Süddeutsche in vielen Punkten komplett unterschiedlicher Meinung. Und das ist gut so. Und die haben alle Argumente. Und die können alle aus Fakten Bewertungen herleiten. Und vor allen Dingen auch unterscheiden zwischen Berichterstattung mit Fakten und Kommentar und Meinung. Und das ist ja so wichtig. Wenn ich nur Kommentare schreibe, nur Meinung mache, brauche ich keine Fakten mehr. Und von daher, finde ich, haben wir wirklich eine sehr vielfältige Presselandschaft. Wir müssen nur sehen, das verändert sich total, ganz rasant, weil natürlich die sozialen Medien für junge Leute bis zu 100% der einzige Informationskanal sind. Die nutzen das als Nachrichtenbörse und nicht als, sag ich mal, reine Kommunikationsplattform mit Freunden. Und da wird natürlich nicht so gearbeitet, wie Journalisten arbeiten. Was darf Pressefreiheit denn überhaupt? Weil man hört viel von Fake News. Auf Facebook werden auch so viel Fake News verbreitet. Da weiß man auch nicht mehr, was stimmt und was nicht. Gibt es da nicht irgendwo eine Grenze? Und was sollte dann? Also Falschnachrichten sind nicht verboten. Ich kann Falschnachrichten verbreiten. So. Ich kann auch als Politiker sagen, ganz falsche Zahlen sagen. Wenn ich es nicht besser weiß, blamiere ich mich bis auf die Knochen. Aber das ist nicht verboten, das ist gedeckt. Das ist auch von Meinungsfreiheit gedeckt. Auch wenn ich jetzt nicht Journalist bin, aber behaupte dauernd was Falsches, ist es von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Grenze kommt, wenn ich beleidige persönlich, wenn ich übel über irgendjemanden persönlich rede, wenn ich aufhetze zum Rassenhass. Volksverhetzung heißt das. Das ist nicht erlaubt. Dann nationalsozialistische Embleme in Deutschland verwenden ist nicht erlaubt. Hitlerzeichen darf ich nicht sagen. Und ich darf vor allen Dingen nicht den Holocaust leugnen. Das ist aus unserer Geschichte heraus was Besonderes in Deutschland. So, da sind die Grenzen. Aber die Grenzen sind, sag mal, am Rande abgesteckt. Wir haben weite Meinungsfreiheit. Die müssen wir verteidigen. Und die müssen wir wirklich verteidigen, auch gerade, wenn wir viele Leute sehen, die uns wahnsinnig auf den Keks gehen, die auch Meinungsfreiheit für sich benutzen, um andere zu instrumentalisieren. Aber dann können wir nicht hingehen und die Meinungsfreiheit einschränken, weil das trifft dann alle. Und dann haben wir wirklich einen Weg hin zum autoritativen System. Und das wollen wir nicht. Also müssen wir die Streitkultur pflegen, aber nicht die Meinungsfreiheit einschränken. Aber gerade der Fall Chemnitz hat doch gezeigt, dass man sogar im Ausland einen schlechten Ruf hat. Die Schweizer Zeitungen haben geschrieben, fahrt nicht nach Chemnitz, denn dort gibt es immer Ausschreitungen. Und man hat ja gesehen, es gab ein Video, wo Herr Maaßen dann gesagt hat, da muss er die Echtheit anzweifeln.
Ja, also es gab die hat sich entschuldigt. Es gab die, dieses Video, aber natürlich gab es Demonstrationen Hand in Hand von Pegida-Leuten, von AfD, von Verurteilten wegen eben der Bachmann, wegen Leugnen Holocaust, vieler anderer Delikte. Das gab es gemeinsam. Und jetzt mal weg von dem, was auch an Übergriffen auf Flüchtlingen war. Da hat sich das hässliche Gesicht Deutschlands gezeigt. Ja, aber das kann ich ja nicht verschweigen. Soll ich sagen, deshalb, ihr dürft nur im Keller demonstrieren? Das Demonstrationsrecht ist eines, was eben auch denen zusteht, die eine andere Meinung haben. In dem Moment, wo Gewalt kommt, in dem Moment, wo Ausschreitungen kommen, da ist die Grenze. Vorher nicht. Na, nur zum Abschluss, ist die Presse noch die vierte Gewalt im Staat? Früher war investigativer Journalismus noch normal und Kritik. Am Regierungshandeln gab es eigentlich kaum. Es ist nach wie vor die vierte Gewalt. Wir haben unglaublich gute Recherchenetzwerke, die sich entwickelt haben, also von Tageszeitungen mit Radiosendern, anderen zusammen, denken Sie nur an Panama Papers und anderes, da wird unglaublich aufgedeckt, auch international, aber auch mit europäischer und deutscher Beteiligung und ich finde das hervorragend und ich denke, die haben nach wie vor eine unglaublich wichtige Rolle und inzwischen verstehen die sich auch so, diese Medien, als die, die den Bürgern auch die Fakten vermitteln müssen. Die wirklich sagen, hier, wir sagen, wie es wirklich ist. Und dann schaut euch das mal an. Also wollen, dass man nicht so in seiner eigenen Filterblase verhaftet bleibt. Und das brauchen wir mehr denn je. Also deshalb mein Plädoyer für gute oder schlechte Berichterstattung. Das ist immer im Spektrum, aber unverzichtbar. Super. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Mal schauen, vielleicht trifft man sich ja mal wieder für ein Interview. Sehr schön. Und jetzt eine schöne Veranstaltung. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.